Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Wie zu einer weiteren neuen Ausgabe von Andis Kinoblog. Ich bin hier der Star. Was soll der Scheiß? Jo, Mann, Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich heute einen Studiogast, der Rainer, der Super 8 Channel. Ja, und ja. Hallo Rainer, ich grüße dich. Ja. Wie geht's dir? Super, also überseht ihr, alles klasse, ne? Irgendeiner hat mir da wohl eben in meine Einleitung hier reingefahren, also das geht überhaupt nicht. Ne? Ja, ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich dir mal eine reingehauen habe. Also, kein Thema. Ja. Wenn du zu mir kommst, dann machen wir umgekehrt. Ne? Ja. Ja, es kann natürlich nicht sein, dass hier einer kommt und meinen Platz hier einnimmt. Doch, und, das geht schon also. Ja, hast du ja gesehen, ne? Hat Klatsch gemacht und ja, danach hast du eine gekriegt. Perfekt. Rainer, schön, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich jedenfalls. Super. Absoluter Überraschungsgast und absolut geil. Kann man gar nicht glauben, Rainer wohnt zufällig bei mir in der Nähe, ja, muss man ganz klar sagen. Wir haben uns dann heute absolut direkt verabredet für einen kleinen Videodreh. Wir machen heute nichts Besonderes, einfach nur mal ein bisschen kennenlernen und genau, ein kleines Geplänkel, sage ich dazu. Geplänkel. Ne? Rainer, wie geht's dir? Ja, spitze natürlich, nachdem ich deine Special Editions hier gesehen habe. Also eine super geile Sache hier, Leute. Also wirklich, der Andi hat hier Regale voll stehen, also richtig klasse. Ja, ist doch meine Leidenschaft, ne? Ja, Leidenschaft kommt ja von Leiden, was Leidenschaft. Ne? Oh Mann. Ja. Trinkst du eigentlich viel? Nein, aber... Erst Natur drauf. Genau. Also, wie gesagt, das gefällt mir sehr gut. Er hat doch hier eine King Kong-Figur stehen. Ja. Noch. Ja, von Weco, das ist ein King Kong-Modell, damals rausgekommen, als der Film ins Kino kam, habe ich mir natürlich auch gekauft. Und er war natürlich richtig begeistert von dieser Skulptur bzw. Figur und will er direkt haben, aber ich gebe ihm die nicht. Ja, wenn er hier kann mich mal. Was sagst du eigentlich zu meinem neuen Studio? Ja, also sieht ja richtig klasse aus. Also ich finde, das sieht wirklich richtig nice ja, aus, genau, oder? Ja. Also wie gesagt, was ist TV, wenn man YouTube hat, ist viel interessanter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, so ist das. Da fehlen nach einem die Worte, ja. Genau. Also du machst ja diese älteren Filme auf Super 8. Direkt, übrigens ja, war ich heute bei ihm mal zu Hause gewesen und habe mal seine Heimkinoanlage gesehen. Also er hat das sich alles selber gebaut und man muss echt sagen, für jemanden, der da nicht so wirklich die Möglichkeit hat, mit viel Geld hat er da das Beste rausgeholt und er hat jetzt keine große Sammlung, aber er ist ja absoluter leidenschaftlicher Super 8 Filmsammler. Mhm. Und muss ich schon sagen, beachtliche ne? Video-8-Sammlung. Ja, super, super. Super, 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 8, super ja. 8. Komm noch mal ein bisschen näher zu mir hier. Nicht, dass du gleich aus dem Bild rückst. Das muss man sagen. Also toll. Und dann hat er natürlich auch so eine runterfahrbare Leinwand. Rolo-Leinwand. Genau. Habe ich auch noch nicht so gesehen bei jemandem. Dann hat er sich so ein kleines Kinopult gebaut hinten, wo er dann seinen Projektor drin stehen hat. Genau. Also Filmvorführkabine. Filmvorführkabine, genau. Das Weit-Fortschwätzhäuschen genau, haben wir hier immer, ne? Telefonzelle. Genau. Das sieht aus wie eine kleine Telefonzelle in Schwarz. Zum ziemlich cool und ja, nicht schlecht das Ganze, muss man sagen. Und dann sitzt er da und guckt halt seine, ja. Genau. Hast du eigentlich auch Pornofilme? Also wir reden hier von Terabyte, ja, von Gigabyte, ja. Als Single, ja, ist das da, ne, musst du. In Super 8. Ja, Gina doch, Wild in Super 8 oder was? Ja, so. So. Ja, du hast aber ein richtiges Falschen da. Ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also. Ja, das war von dem Punch eben. Scheint doch abzugehen, die Farbe. Nein, nein. Ja. Ja, doch, also tolle Sammlung hast du da. Ja, wie gesagt, ich sammle ja auch erst seit 2 Jahren. Ne? Also das ist. Und dann Super 8 ist natürlich eine kostspielige Sache. Und, ja, klar. Also Andi hat hier so mein Blu-ray-Regal gesehen. Das ist natürlich. Ja, beschämend, also, aber wie gesagt, wenn man 2 Jahre erst sammelt, dann da fehlt noch einiges und deswegen klar, auch vielleicht so meine Affinität zu den Klassikern hin. Ich möchte natürlich zuerst mal die Filme haben, die ich von früher her so kenne und mich reizt es natürlich auch unwahrscheinlich auf Blu-ray, ja, diese alten, zu sehen wie auf Blu-ray, diese alten Filme rüber. Wie man dann die Qualität einfach noch mal ein bisschen hochhaut und mit einer neuen Tonspur. Ja, das war ja auch damals der Grund, warum ich dann von DVD in Blu-ray umgestiegen bin und habe dann meine DVD-Sammlung, beziehungsweise ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich mit Videokassetten angefangen habe. Genau. Und ich hatte dann
ja, ich fing dann um die 1900, was habe ich gesagt, 1999, 2000 habe ich mit Videokassetten angefangen und also oder auch schon ein bisschen vorher und hatte dann nachher am Ende so 2500 Videokassetten. Ja, das ist natürlich, ne? Hammer. Das ist, also war schon richtig Geld, was da stand. Und irgendwann, wie gesagt, kam dann das Medium DVD raus. Das habe ich mir dann geholt. Damals war ich noch in der Lehre, habe mir dann den ersten DVD-Player, weiß ich noch, von Sony geholt. Und da sind dann 2 oder 3 Lehrjahrsgehalt Gehalt draufgegangen. Ja. 1500 D-Mark. Wann war das? Was war das für ein Jahr? Ich meine, das war dann Ende 2000 oder 2001. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ne, ist aber auf jeden Fall eine ganze Latte schon her. Und mein erster Film war dann damals Godzilla. Der gab es dann bei diesem DVD-Player exklusiv. Ja, in Koblenz war das noch im Rheinradio. Kennst du ja auch noch. Rheinradio, ne, altes Elektrogeschäft, ja, ist ja, ja heute ja, Expert ja, Klein oder wie das genau, heißt. Genau, ne? Genau. Und da habe ich mir den gekauft. Und das war dann schon wirklich das 08, also wirklich Nonplusultra-Teil. Genau, das war ja dann auch die super Zeit, wo man DVD auf dem Röhrenfernseher geguckt hat. Ne? Ja. Also muss ich sagen, dieses Zeitalter ist an mir eigentlich komplett vorbeigegangen. Also DVD hatte ich eigentlich überhaupt nichts mit am Hut. Okay. Also für mich, Filmhobby wurde wieder interessant, als ich die Blu-ray und als ich einen neuen LCD-Fernseher ja bekommen habe. Dachte ich mir, und schob dann so die erste Blu-ray rein. Und da dachte ich mir, Wahnsinn, ja, tolles Bild. Und dann wuchs in mir auch wieder der Wunsch, Heimkino zu machen, was ich ja in den frühen 80er Jahren mit Super 8 gemacht habe. Ne? Super 8? Ja, das kennst du gar nicht. Nee. Ja. Da muss ich sagen, was ich noch kannte, war dieses Laserdisc-Gedöns. Das kam ja, aber dann, ja, danach kam auch ganz schnell die Blu-ray, die DVD, meine ich, schnell raus. Genau. Aber dann gab es ja auch noch zeitgleich die Laserdisc und genau, diese. Das waren ja so Scheiben, ne? Genau, also das da war. Da gab es ja auch ein Gerät ja dafür. Das war ja ultra teuer damals. Genau, ne? Das ist ultra teuer und ultra laut vor allen Dingen. Ich weiß noch, ich habe damals, weil ich muss ja sagen, ich bin Michael Jackson-Fan. Ja, ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ja, ja. Michael Jackson hat für mich immer ich wollte immer diesen Film Moonwalker damals von Michael Jackson, den gab es damals nur entweder auf VHS-Kassette, das gab es auch nur selten. Und ich war damals mal mit meinen Eltern in Berlin und dann habe ich im KDW, Kaufhaus des Westens, habe ich damals dann auf VHS endlich gesehen, Michael Jacksons Moonwalker. Das war dann so meine allererste Videokassette eigentlich, als Kind. Ja, ja, ja. Das war dann so in den Ende der 80er, Anfang der 90er, weiß ich noch. Und diesen Film gab es vorher immer nur auf Laserdisc, genau, und das konnte man sich nicht kaufen. Ich glaube, da hat die 90 D-Mark gekostet. Ja, also und zu dem Zeitpunkt, ne, als Kind oder als Heranwachsender, ja, so ist 90 oder 100 Euro natürlich D-Mark natürlich richtig viel Asche. Und das war ja natürlich auch die Zeit, sag ich mal, als Super 8, also ich bin Baujahr 1969, als Super 8 hier, als Super 8, aufkam, gab es ja eigentlich auch überhaupt gar nichts anderes. Es gab Man nannte OAS. Ihn auch den Mumienstecher. Mumie ist gut. Und man muss natürlich sagen, es gab ja nichts anderes. Ne? Ja. Man hatte keine VHS-Kassette, es gab 3 Fernsehprogramme und das war's. Und dann hattest du Super 8. Super. Und das war richtig teuer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann mal selber so eine kleine Hi-8-Kamera gehabt von Sony. Das war ja schon wieder Video. Das war später, ne? Das war Video, genau. Aber das Super 8-Format ist definitiv an mir vorbeigegangen. Ich kannte das erst seitdem ich den Rainer kennengelernt habe mit seinem Kanal. Und vorher wusste ich gar nicht, dass es Super 8 gab. Genau. Keine Ahnung. Wie gesagt, die Filme waren auch richtig teuer. Da waren 17 Minuten Schnittfassungen. Also wir haben ja niemals komplette Filme. Es gibt zwar auch Komplettfassungen, aber die kamen später erst dazu. Und für 17 Minuten Film bezahlte man damals um die 149 D-Mark. Das ist ein Schweinegeld. Das ist ein Schweinegeld. Da gibt es endlich eine Special Editions für. Für eine kleine Filmrolle. Ja, ja. Und das gibst du dann da aus für, weil es dich... heute nicht mehr. Heute haben die natürlich nicht mehr diesen Wert. Allerdings, es kommt drauf an, sind immer noch teuer. Also 17 Minuten kostet immer noch so 30, 40. Kann man schon, 30, 40 Euro kann man schon auch dafür hinblättern, je nach Film. Was ist denn so von deiner Sammlung das allerdickste, also nicht deine Kronjuwelen, sondern das Kronjuwel deiner Sammlung? Kronjuwel meiner Sammlung ist Kampf der Welten, der Dreiteiler. Kampf der Welten, leck mich an. Dreiteiler, ja, also der Klassiker. Noch, ne? Ja. Der Klassiker, ne? Der mit Tom Cruise, den ich übrigens auch sehr toll finde. Nicht nur Tom Cruise. War das nicht Krieg der Welten? Oder das war Krieg der Welten, genau. Das war ja das Remake von Kampf der Welten. Ach, Kampf der Welten ist das Original. Genau, und die alten Schauspieler von Kampf der Welten spielten auch in Krieg der Welten mit. Ah. Und ganz am Schluss war diese Szene.
Und ja. Okay, siehst du, das wusste ich auch nicht. Wieder was dazugelernt. Die alten Filme sind immer so an mir vorbeigegangen, weil ich bin halt... Ist er noch jung? Ich bin noch jung, das auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, die alten Filme Kampf der Welten habe ich zwar irgendwann mal in den 60er Jahren im Fernsehen gesehen. Nein, Quatsch. Habe ich natürlich alle mal früher im Fernsehen gesehen. Mein allererster Film, den ich im Fernsehen gesehen habe, und das war, ich bin ja noch ein Junge des Schwarz-Weiß-Fernsehers. Ja, natürlich. Ja, wir hatten noch damals oben, so Anfang der 80er Jahre, unseren ersten Schwarz-Weiß-Fernseher bei meinen Großeltern stehen. Ein kleiner, ne? Ja, das war schon ein großer. Wir hatten schon einen großen, ne? Genau. Und da war mein erster Film, der Original King Kong. Damals von 1933. Der wurde, ja, siehst du, der weiß die Jahreszahl. King Kong krass, und die weiße Frau. Jawohl. King Kong und die weiße Sau, ne? Nein. Ja, den habe ich dann gesehen. Genau. Und mein allererster Kinofilm, kannst du dich noch an deinen ersten Kinofilm erinnern? Selbstverständlich Superman the Movie. Superman der Film. Der erste Teil. Geil. Hat mich geprägt als Kind, fand ich unheimlich toll. Habe ich ja schon mal in meinem Unboxing, gezeigt, dass ich immer früher das auch geguckt habe und auch Krieg der Sterne. Haben wir uns einen Videorekorder ausgeliehen in der Videothek. Und das waren für mich Filme, also war auch der Top Christopher Reeve. Ja, Christopher Reeve, Alter. Alter, Da kann man nichts mehr zu sagen. Also, der als Superman. Wie viel hast du den neuen Superman gesehen? Superman Returns habe ich gesehen. Und wie findest du dann diesen Schauspieler? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da kriege ich überhaupt keinen Zugang zu diesem Film. Ja, gar nicht. Da hat mich schon mal einer böse angemacht bei mir auf dem Channel, weil ich die Box vorstellte und die Blu-ray so einfach mal wegschmeißen. Du böser. Also ich muss euch ehrlich sagen, CGI-Effekte sind für mich nicht alles. Also ja, geil. Er sieht das ganz anders. Ich sehe noch Ray Harryhausen, alte Stop-Motion-Technik. Ja, ne? ja, genau. Also... da muss ich ehrlich sagen, ich gebe den Film ja eine Chance. Ne? Also ich bin Nostalgiker, vielleicht ein unverbesserlicher Nostalgiker und gebe den neuen Film eine Chance. Und es gibt auch immer wieder Filme, die mir gut gefallen. Ja? Krieg der Welten, das Remake zum Beispiel, super. Aber dieser Superman Returns, ne, kann ich nichts mehr anfangen. Gar nicht. Sorry. Also ich muss sagen, ich fand den Film klasse. Auch der neue Schauspieler, der den Christopher Reeve jetzt ersetzt hat, ich glaube, der heißt Brandon noch irgendwas, keine Ahnung. Und ich fand einfach, der hat vom Aussehen und von, der hat in diese Rolle reingepasst. Aber jetzt hat ja Christopher Nolan Man of Steel gedreht und wieder in dem Stil, wie er Batman, also die Batman-Trilogie gedreht hat. Genau, ja. Und ich muss ja sagen, die Batman-Trilogie hat mich ja echt vom Socken gehauen. Ich fand die ja richtig toll, diese Neuverfilmung, weil ich fand bei den alten immer, weißt du, ich hab's halt nicht immer so, Batman ist da, die ganzen Techniken sind da, aber wie Batman entstanden ist, wie er dann sein Equipment baut, wie er zu seinen Fahrzeugen kommt, das fand ich an diesem Film einfach phänomenal und das hat mir so den Feinschliff des Films gegeben. Und Christopher Nolan hat ja jetzt auch den Superman oder Man of Steel auch neu nochmal gedreht als Superman mit einem komplett anderen Schauspieler und wer den Trailer ja kennt, ich weiß nicht, den Trailer kann man sich natürlich auf YouTube oder im Internet angucken, ist auf jeden Fall sehr gut. Was mich etwas stutzig gemacht hat, dass mit dem Soundtrack von Herr der Ringe dort gearbeitet worden ist. Warum auch immer, das weiß ich natürlich nicht. War ein bisschen komisch. Aber egal. Der Film wird bestimmt toll werden. Ja, und das zu deinen CGI-Effekten. Der Film, der strotzt davon. Ne? Also der Hulk, ja, mit den CGI, fand ich natürlich auch sehr beeindruckend. Das muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich bin ja keiner, der generell CGI-Effekte verflucht, ja. Das meine ich nicht, aber ich finde es immer wieder schade, wenn die Leute sagen, das ist jetzt besser oder realistischer. Ich finde CGI-Effekte teilweise überhaupt nicht realistisch, weil mir kommt es immer so vor, als müsste ich da mit dem Joystick, ja, als wäre ich in einem Videospiel dabei. Ja, gut, okay. Ja, also, Ja, so hat jeder seine Ansichten. So ist es. Ne? Und das ist auch gut so. Geschmäcker sind halt Ansichten, immer verschieden. Ja. Das ist nur meine, wenn du nicht brav bist. Genau. Ich habe einen guten Punch. Ja. Ja. Superman wird auf jeden Fall, Man of Steel wird auf jeden Fall, also ich werde ihn mir im Kino angucken. Selbstverständlich, natürlich. Und ich bin gespannt. Ja, was kommt denn sonst noch dieses Jahr raus? World War Z zum Beispiel habe ich gesehen. Es kommen ja dieses Jahr neue Verfilmung von Wolverine kommt raus und so weiter und so fort. Mhm. Und den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, war Hänsel und Gretel. Aha. Eat the fucking candy, Digga. Eat the fucking candy. Das war der tollste Spruch in dem ganzen Film. Das war der letzte Film. Ich wollte jetzt eigentlich... Ach nee, Quatsch, danach kam noch Stirb langsam.
Stirb langsam. Ah, also das ist auch diese, da gibt es drei Teile von, gell? Ja, es ist jetzt, also vier Teile gibt es jetzt und der neueste ist jetzt der fünfte Teil, der kommt jetzt auch demnächst auf DVD und Blu-ray raus und darauf freue ich mich natürlich auch schon. Bei Amazon gibt es jetzt auch demnächst eine Box nochmal, aber da sollte man noch die Finger von warten. Es soll nochmal eine Director's Cut Fassung von Stirb langsam in der Collection rauskommen. Mal abwarten. Ja, also wie gesagt, diese Trilogie ist an mir komplett vorbeigegangen. Quadrologie heißt das. Quadrologie. Quadrologie. 4.0 ist der letzte. Also jetzt der aktuelle. Also jetzt die vier Teile von Stirb langsam. Genau, derzeit auf Video oder beziehungsweise also Blu-ray. Ist an mir total vorbeigegangen. Zu meiner Schande. Ne? Ja, also da muss ich dir schon wieder eine hauen für. Ja. Oh je. Ja, also der letzte Stirb langsam war voller Action gepackt, muss ich sagen. War wirklich toll gewesen. Aber er war sehr kurz gewesen und es soll ja noch einen Sechserteil, glaube ich, rauskommen. Ja, ein Sechserteil soll noch rauskommen. Aber da ist man noch so, ne? Naja, das geht dann immer weiter. Im Gerede, ne? Aber ich denke mal, wir weiter man das jetzt auch fortsetzt. Ich denke, er lässt auch die Story und die Geschichte lässt auch jetzt nach, weil dann geht es wirklich nur noch um knallharte Action und die Leute wollen halt Explosionen sehen. Und das, was die jetzt schon in dem letzten Stirb langsam Teil aufgefahren haben an Special Effects und war schon krass geil. Also muss ich sagen. Aber die Story war natürlich ein bisschen flach dadurch, fand ich jetzt persönlich. Aber es geht nicht um die Story da in solchen Filmen. Da muss man ganz klar, wenn man ins Kino geht, sagen, dass man hier keinen hochqualifizierten Storyfilm hat, sondern hier geht es um knallharte Action Geld machen, ne, ganz klar. Hollywood-Druckmaschine, Gelddruckmaschine will natürlich auch verdienen. Ja, was hast du sonst noch gesehen? An neuen Sachen? Ja. Nix. Das ist gut, da können wir uns ja auch. Ja, da können wir auch eine Nein, also es gibt natürlich neuere Sachen. Kampf der Titanen, Zorn der Titanen. Geil. Super geil. Also, cool. Sind wir uns wieder einer Meinung, das fand ich geil. Dass der Rainer vom Super 8 Channel auch neuere Filme mag. Ja. Also so ist es nicht. Ja, Kampf der Titanen, Zorn der Titanen. Ich hoffe, es kommt noch ein dritter Teil. Ja, doch, weil ich auch solche Filme mit griechischer Mythologie und so, gerade Perseus und Zeus finde ich immer geil. Ja, ja, also wirklich, fand ich wirklich richtig klasse, der Film. Bin ja gerade auf der PlayStation God of War am Zocken, den vierten Teil. Assassins heißt es, Ascensions. So. Und das hat ja auch was mit griechischer Mythologie zu tun. Ich beschäftige mich zwar selber nicht mit dem Thema, aber finde die Story und Thematik und Szenen sehr, sehr geil und macht auf jeden Fall Spaß. Wobei hier bei Kampf der Titanen, Zorn der Titanen, diese griechische Mythologie, also so sahen die Fachmänner ja eigentlich nicht mehr so stimmt. Ja. Nee, klar. Ja. Aber ich glaube, das hat es auch bei der Erstverfilmung nicht getan. Also das ist eigentlich auch ein Film, den finde ich, also der erste Kampf der Titanen, der um die 70er Jahre, glaube ich, kam da raus, Ende der 70er. Den habe ich gesehen, ja. Der war auch gut. Ja, damals fand ich ihn gut, heute finde ich ihn nur noch grottenschlecht. Ja, also ich muss sagen, das sind so... Das ist ja das, was ich immer sage. Man hat damals, oder diese Filme, Tarantula in Schwarz-Weiß und dann gab es auch noch Tarantula in Farbe. Es wird ja immer mal wieder zwischen. Ja, es gibt noch so ein Tarantula nicht direkt, aber es gibt ja solche Filme mit Riesenspinnen von den damaligen 80er-Filmen. Genau. Selbst King Kong ist ja auch nochmal 1977. Genau, mit 78, von Dino De Laurenti. Genau. Und das muss ich sagen, finde ich bis jetzt den besten King Kong-Film aller Zeiten. Widerspruch, Einspruch. Richtig geil. Echt? Ja, es ist, wie gesagt, alles Geschmackssache. Ja, und ich habe den als Kind gesehen und ich hatte immer Angst dann. Ich hatte Albträume. Echt? Ja, wirklich. Okay. Muss ich sagen. Ich fand den King Kong gut umgesetzt. Albträume hatte ich von Kampf der Welten, der Klassiker, als am Ende diese Hand da von dem Marsmensch aus dem Raumschiff kam. Also, das war als Kind immer so, damals hatte ich noch einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, ne? Und als Kind... Warst du mal Kind? Ja, doch. Alfred. Es gibt Leute, die sagen, ich bin immer noch eins, da haben sie recht. Dann ist ja gut. Und wie gesagt, das war dann für mich immer so eine Horrorszene. Horrorszene, heute lacht man sich natürlich kaputt. Ja, mein erster Kinofilm übrigens, hatten wir ja immer nicht gesagt. Weißt du, was das war? Da war ich 6 Jahre alt, glaube ich. E.T. Ja. Super, ja. E.T. Habe ich damals... Konnte ich nächtelang nicht schlafen. 10 oder 11 nächtelang hat mich... Ich meine, ich liebe diesen Film, super, aber dieser Film hat mich damals als Kind wirklich traumatisiert. Traumatisiert? Ja.
Ja. Vor allen Dingen, wenn er so in diesen, also es gibt ja auch, also wenn man Kind ist, sieht man ja die ganzen Filme ja noch aus einer anderen Perspektive. Ja. Und wo er dann so seinen Hals so rausfährt und in dem Dunkeln, in dem Wald da war, ja, hat mich immer erschreckt. Also richtig erschreckt jetzt? Ja, ich hatte Angst vor IT. Aber auch nur ein bisschen zu einer gewissen Zeit, nachher fand ich ihn gut. Also ich war immer entsetzt, dass er sich bis heute noch nicht wiedergemeldet hat, IT. Ja? Ja. Da ist Steven Spielberg natürlich konstant geblieben. Ich weiß auch nicht, ob man einen zweiten, also ich finde, man sollte diesen Film so lassen, wie er richtig, ist und richtig, keine Anknüpfung absolut, finden. Absolut, absolut. Ja. Weil ich denke, wenn es jetzt kommt, wird E.T. wirklich sowas von Computer animiert. Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ob dann dieser Flair des alten Films, ja, also es wäre eine schöne Story, ja, wenn E.T. zurückkommt, ja, und die Schauspieler sind jetzt mit Drew Barrymore und hier der andere Typ da, ja, weiß ich, wie der Penner heißt, ja, 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 die sind ja jetzt alle erwachsen. Genau. Ja, genau, und genau, dass dann E.T. jetzt die Hilfe braucht. Wegen irgendwas. Oder genau. Kinder brauchen die. Ich muss natürlich immer sagen, es gibt, ist ja auch so bei den Star Wars Geschichten, die alten Sachen, ja, ja, und die neuen Sachen. Für mich zwei komplette Welten. Ja, klar, total. Ja. Ist dasselbe ja wie die ersten drei Teile von Indiana Jones, genau, und dann der vierte, der ist genau, der neue. Genau. Viele sagen halt, Indiana Jones 5 wäre halt, oder war 4. Indiana Jones 4 war nicht so gut. Also richtig, ich finde einfach, man kann keine Vergleiche mehr zu den alten Filmen machen, weil die Technik, genau, hat sich geändert. Genau. Es sind sehr viele Jahre dazwischen, genau, gewesen. Richtig. Und ich fand Indiana Jones 4, das Königreich der Kristallschädel, des Kristallschädels, fand ich toll. Mhm. Mir hat er gut gefallen, weil ja, ich eben bin ja absoluter Indiana Jones Fan. Ich liebe Indiana, ja, Jones. Klasse, das, ja, macht dich sympathisch. Auf jeden Fall. Das danke, du bist Indiana Jones. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ich bin immer sympathisch. Ne? Es ist, sag ich mal so, für mich ist es immer so eine Sache. Sehe ich noch gut aus? Ja, sehe ich auch noch. Ja, super, noch dran, alles klar. So, es ist ja letztendlich so, man muss muss neuere Filme ja nicht ansehen. Ja? Also zum Beispiel der Krieg der Sterne, wenn einem die neuer nicht gefallen, dann müssen sie ja nicht kommen. Aber ich persönlich freue mich, dass jetzt wieder neue Star Wars. Ja, man will ja auch eine Weiterentwicklung, ja, sehen. Ja. Und ja. Was ich halt zwischen den neuen und den alten halt noch nicht so ganz verstehe oder nicht so gut finde, ist halt, man hätte von den alten oder von den neuen Filmen so ein bisschen noch die Technik der alten mit einfließen lassen. Die Raumschiffe. Die Raumschiffe sahen noch ganz anders aus. Ja. Genau. Das hätte man alles machen können. Aber was soll's. Da sind wir natürlich auf die Regisseure und Filmemacher drauf gewesen. Mr. George Lucas und Co. Ja, genau. Der ist ja auch schon wieder. Ne? Also der hat ja. So wie ich gehört habe, hat jetzt Disney das Star Wars Projekt mehr oder weniger auf Eis gelegt. Aber das ist noch nicht bestätigt. Ja, das ich weiß es nicht. Oh. Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ja, Rainer, ich glaube, wir könnten stundenlang so weiterplänkeln. Ja, wenn das sind wir auch schon schuldig. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, gleich haben wir 3500 Minuten schon. Alles klar, super, ja. 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 Ich fand's klasse, dass du da warst. Ich fand's klasse, dass ich hier sein durfte. Super. Ja. Ich denke, wir beide werden noch öfter was zusammen machen. Also, so keine Scherben. Natürlich, natürlich. Kriegt er von mir natürlich. Kriegt er mal einen Boxer hier zu sehen. Ja, der Super 8 Channel mit Rainer. Denn Rainer kennt keiner. Noch nicht. Ja. Also, liebe YouTuber und liebe Zuschauer, ich würde euch ganz klar nahelegen, abonniert den Rainer. Ihr seht, er ist ein dufte Kerl. Ja, danke Single, ich auch. Deswegen bin ich auch Single. Ja, ja, und Super 8 Channel. Mehr kann ich nicht sagen. Ja. Willst du noch was sagen? Ja, ich sag, wie auf meinem Kanal immer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ist das alles? Natürlich. Okay, bis dahin wird geil. Bis dahin wird geil. Also. Bis dahin war alles okay. Ne? Ja, dann sagen wir. Wir müssen einen Cut machen, dann wird jetzt Spaß. Nein. Das bleibt drauf. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's von uns. Ja. Und, ihr seht mich natürlich bei meinem nächsten Unboxing-Video und ihn natürlich bei seinem nächsten Unboxing-Video. Oder ihr seht Andi auf meinem Channel oder ich auf seinem Channel. Man munkelt, man weiß man es munkelt. Nicht. Nein. Ja, das war's von mir oder von uns. Ich wünsche euch noch alles Gute. Wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing-Video. Haut rein, macht's gut. Euer Andi von Andis Kinoblog. Daumen hoch. Tschüss. Ciao.